Die Bayreuth-Eröffnung ist natürlich ein gewichtiges Ereignis, auch ohne Kanzlerin und neue Inszenierung. Wir aber richten Ihr Augenmerk auf einen Höhepunkt des Kultursommers, den Sie ohne das Heute-Journal wahrscheinlich übersehen hätten, der so außerordentlich ist, dass er nur jedes zweite Jahr stattfindet. Der Schöpfer des Panikorchesters trifft auf die Aura des Steppenwolfs. Udo Lindenberg meets Hermann Hesse. Der Dichter hat ihn gepackt und nicht mehr losgelassen. Da spielte es dann auch keine Rolle mehr, dass die Hesse-Stadt Calw im Schwarzwald kaum größer ist als die Reeperbahn in Hamburg und höchstens ein Promille so sündig. Udo veranstaltet dort einen Nachwuchswettbewerb, der Hesses Geist weitergeben soll. Und Claudio Armbruster war dabei. Udo Lindenberg und Hermann Hesse, Brüder im Geiste. Folge niemandem, sei du selbst, sagte Hesse. Mach dein Ding, sagt Udo. Ja, Mann, der Soulbrother, yeah. Als ich noch ein junger Mann war, saß ich locker irgendwann da. Alle paar Jahre kommt Lindenberg in die malerische Hesse-Geburtsstadt Calw, um hier auf dem Marktplatz aufzutreten. Betreutes Rocken, wie er es nennt. Und um den Panikpreis zu verleihen. Er ruft junge Musiker im Land auf, orientiert euch an Hesse, schreibt schlaue Songtexte und schickt sie mir. Im Sinne von Hermann Hesse, wir haben auch nach den Texten, also nicht nur, dass sie lecker aussehen und dass sie eine gute Show machen, sondern eben auch die Texte, dass die Texte eben auch krass sind, ja, und eben nicht Mainstream und sehr eigen, ja, auch schön verrückt und weit über den Rand geschrieben, ja. Ich lausche den Gesetzen, die mein Blut mir rauscht. 240 junge Bands haben sich beworben. Die sechs Besten dürfen in Calw auf die große Bühne. Zum Beispiel Zweierpasch, Zwillingsbrüder, die auf Deutsch und Französisch für den Weltfrieden rappen. Für mich ist Hermann Hesse einfach jemand, der unheimlich starke Worte findet, treffende Worte, und der versucht mit seinen Worten was zu bewegen, was zu verändern oder versucht hat, was zu verändern. Und ich finde, das sollte das Ziel eines jeden Musikers sein. Während die Bands versuchen, das Marktplatzpublikum für sich zu gewinnen, thront oben in Hesses Geburtshaus die strenge Jury rund um Udo Lindenberg und hört genau zu, bewertet, diskutiert und grübelt. Da ist er im Vergleich zu den anderen Bands. Am Ende gewinnt er, Ibrahim Lessing aus Regensburg, mit Tempo und Textübermut. Das Pflaster ist heute so schön warm. Er bekommt 3.000 Euro und einen goldenen Hut. Die Fußballreporter frage, wie fühlen Sie sich nach dem Sieg? Geil! Nee, wirklich sehr euphorisiert. Am Ende darf der Euphorisierte noch zu Udo auf die Bühne. Ein schöner Anfang für das Musikerleben des Ibrahim Lessing. Und was sagt der Hermann Hesse-Freund dazu? Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Yeah, cool gesagt. Ehrlich gesagt fand das Happening schon am letzten Wochenende statt. Aber was bedeuten 8 Tage bei einem Ereignis, das in 2 Jahresrhythmen tickt? Und wir fanden, das gehört noch zum vollständigen Bild einer Woche, in der Furchtbares so viele Nachrichtenminuten beansprucht hat.